Hallo liebe Zuschauer, heute werden wir den besten Pizzateig machen. Und dafür brauchen wir natürlich Mehl und Mehl muss man durchsieben. Und das machen wir ganz schnell so. Ich zeige nur Kleinigkeit. Pizzateig mit Hefe. Man muss entweder 6 Gramm lebendige Hefe nehmen oder 2 Gramm trockene. Bei mir sind 2 Gramm trockene und ich nehme 50 Milliliter lauwarmes Wasser, um die zu verrühren. Das sind 50 Milliliter lauwarmes Wasser für trockene Hefe und 500 Milliliter einfach kaltes Wasser. 18 Gramm Salz, am besten Aquasalz, Meeressalz. Und noch 75 Milliliter Olivenöl oder falls Sie kein Olivenöl haben, man kann Pflanzenöl nehmen. Ich habe Sonnenblumenöl. Jetzt bringen wir alles zusammen, außer Salz. Salz kommt dann später, als letztes. Hefe ist schon eingelöst im Wasser. Öl. Rest vom Wasser, das war einfach kaltes Wasser. Und jetzt werden wir alles zusammen mixen. Und dann total zum Schluss gebe ich Salz und arbeite mit dem Gerät weiter. Die ganz letzten Schritte mache ich mit der Hand, weil mein Gerät, Rührgerät, der winselt irgendwie sehr verdächtig. Was sehr gutes Zeichen ist. Sehen Sie, im Schüssel bleibt gar nichts. Mehl, Wasser oder irgendwas. Alles ist im Teig und das bedeutet, wir haben ganz richtige Menge von Wasser, von allem, super richtige Menge genommen. Und jetzt, wenn wir nochmal so solche Bewegungen ein bisschen länger machen und dann gleich der Teig wird gleichmäßig so, selbe Konsistenz überall, dann lassen wir ihn für mindestens eine Stunde ausruhen. Oder sogar länger. Wenn Sie brauchen Pizza schneller, man muss in der Wärme lassen. Zum Beispiel für ein paar Stunden. Wenn Sie nur morgen vielleicht Pizza backen werden, dann muss man Teig in Kühlschrank, in dem Kühlschrank platzieren. Also ich lasse hier, weil ich so ungefähr in 2-3 Stunden schon backen möchte. Also bedecke ich hier mit irgendwas, mit frischer Folie oder einfach mit einem sauberen Tuch und Teig bleibt jetzt ein paar Stunden liegen, ruhen. Unser Teig sieht jetzt so aus. Ist ein bisschen feucht, aber wir geben noch Mehl dazu. Aber ist hochgegangen, sehr fein geworden. Nach 2 Stunden, wo unser Teig ausgeruht hat, habe ich solche runde Bällchen gemacht. Und da noch lasse ich die für eine halbe Stunde.
Dann insgesamt 2,5 Stunden hat der Teig ausgeruht, kann man sagen. Und dann, wenn jetzt 30 Minuten vergehen werden, werde ich schon Teig rollen und auf Pizzateig verschiedene Ingredienten hinzufügen. Da habe ich natürlich Lebensmittel vorbereitet. Das ist meine Soße. Die heißt Adjika. Da sind im Sommer nehme ich Tomaten, grüne Äpfel, Karotten und süße Paprika. Das alles zerkleinere mit Wolfmaschine und dann koche ich 2 so ungefähr Stunden und dann Gewürze noch dazu und das schmeckt hervorragend und passt für alle Soßen, passt für Suppen, passt zum Fleisch, zum Fisch, natürlich zu Pasta, Nudelgerichte, Bolognese, Spaghetti mache ich. Also zu vielen, vielen Gerichten. Man kann einfach so essen, als Brotaufstrich. Das ist unersetzlich, diese Soße. Das werde ich für Boden verwenden. Da habe ich natürlich geriebene Käse gekauft, Kochschinken, Salami, Paprika frisch. Und ein bisschen scharfe habe ich ganz klein gehackt. Zwiebel, Knoblauch zerkleinere ich nicht, weil Knoblauch befindet sich in der Soße. Und da gibt es einen guten Geschmack auch von dieser Soße. Deswegen extra noch brauche ich nicht. Und jetzt werde ich Teig verteilen. Nicht verteilen, sondern groß machen. Ich werde den Teig rollen. Normalerweise natürlich, wenn jemand kann, nur mit Händen so ausrollen und formen, das ist noch besser. Aber wenn ich das machen werde, das dauert bestimmt eine halbe Stunde. Und das machen die Profis. Deswegen lassen wir das für Profis. Und ich mache ganz wie ganz normale Hausfrau. Rolle den dünnen Teig. Eigentlich das reicht, wenn zu viel Mehl muss jetzt runterfliegen. Und jetzt bringe ich auf Pizzablech, aber den Blech muss man zuerst ölen. Erst mache ich Öl auf Küchenrolle, Stück Küchenrolle und dann öle ich so unseren Blech. Und jetzt kommt Teig drauf. Und ziehe ein klein bisschen zurück, ich habe ein bisschen zu breit. Oder schneide, was überflüssig ist, ab. Da ziehe ich ein bisschen zurück die Kante und hier schneide ich weg. Und dann mache ich noch alles ordentlich. Als nächstes Pizzasauce verteilen wir gleichmäßig. Das ist meine Lieblingstomatensauce. Man muss nicht zu viel machen, nicht übertreiben, aber so geht. Das sage ich schon aus der Erfahrung. Als nächstes mache ich Schinken. Nur da muss man Schinken nehmen. Und so
so teile ich mit Händen. Ach, das war so ein Stück total dünn. So mit Fingerchen verteilen, aber das war noch nicht genug. Als nächstes kommt bei mir Salami drauf. Dann frische Paprika. Pilze. Pilze kann man genauso wie Paprika aus Dose nehmen und frische nehmen. Dann gebe ich reichlich Zwiebel, klein geschnittene weiße Zwiebel. Für die Schärfe habe ich eine schärfere Paprika geschnitten, so klein gehackt, aber nicht extrem scharf, aber so einigermaßen schon. Und als letztes Käse obendrauf. Jetzt, man muss alle hier leere Stellen bedecken, sonst wird brennen unsere Pizza. Super sieht sie aus. Der zweite Teig ist schon auf dem Blech. Ich belege genauso. Wir mögen alle genauso, aber Sie wissen natürlich, das kann man unterschiedlich belegen. Jemand mag mit Fisch, jemand vegetarisch mit Gemüsen. Und es gibt sehr viele Variationen dazu. Schauen Sie bitte, das ist eine von vier Pizzen bedeckt und belegt wie alle anderen. Aber hier habe ich Set. Die vier Pizzen, das ist Pizzaset, kostet ungefähr 20 Euro. Die vier Pizzen werde ich zusammenbacken. Und mein Backofen ist schon vorgeheizt und jetzt schiebe ich die alle zusammen in den Backofen, weil da ist Gestell und die halten zusammen. Erste Pizza ist schon fertig und ich schneide die Die dampft noch, weil gerade aus dem Backofen ist. Super schöne Pizza mit verschiedenen Farben. Und jetzt probieren wir und hoffentlich schmeckt sie genauso gut aus, wie die aussieht. Und hier, liebe Leute, sehen Sie Pizzaset mit vier Pizzen. Da kann man außen rumlaufen und die sind gleichmäßig so braun geworden. Aber wie Sie sehen können, ich habe diese Pizzen nicht ganz fertig gemacht. Warum? Ich mache immer so. Ich mache halbfertig, backe ich. Zum Beispiel statt 10 Minuten backe ich nur 5 Minuten. Da kann man Pizza nehmen, wenn sie kalt ist, kann man in Gefrierbeutel reinstecken und so bringe ich die ganze nicht geschnittene Pizza in Gefrierschrank. Und da bleibt sie liegen und manchmal keine Zeit zum Abendessen machen oder egal, Mittagessen oder man will Pizza einfach. Dann nimmt man raus, macht man Backofen heiß und steckt man die halbfertige Pizza und backt nochmal 5 Minuten. Sie wird und heiß und dann fertig richtig gebacken. Und dafür brauche ich diesen Set, bestehend aus Gestell und 4 Pizzablechen. Super gute Entscheidung, das ist so Komfort auf einmal. Energiesparend, zeitsparend, super Lösung, Entscheidung und guten Appetit mit der frisch gebackenen Pizza.
Und diese Pizza ist natürlich zum Essen. Jetzt schneide ich die gleich. Wenn die Pizza sich nicht biegt, so steht gerade Teig, das ist dann gut gebacken. Teig ist, Boden ist sehr gut gebacken. Sonst manchmal guckt gar total nach unten. Je nachdem, wie jemand backt. Das. Guten Appetit. Backen Sie Pizza, heiße Pizza in kalten Tagen. Schmeckt sehr gut.